Und damit, hey Leute, und willkommen zu einem weiteren ganz besonderen Format der 100-Euro-Minigames-Turnierserie. Denn heute werden wir zum ersten Mal ein 100-Euro-Turnier machen, nur mit Skin-Contests. Also 100 Spieler im Skin-Contest und wir sind direkt in der ersten Runde. Creator-Code? Jo Jonas. Wir werden auch zwischendrin auch nur Spieler sein, ne? Genau, und ich würde sagen, wir müssen erstmal aussuchen, wer jetzt hier rausfliegt. Digga, der triggert mich schon anders. Der ist eh rausgelaufen, denn Skin war sowieso hässlich. Den werfen wir als erstes raus. Oh, lol, auch die Sprays, aber vor allem die Pins gelten. Die Sprays sind, glaube ich, nicht ganz so wichtig, würde ich sagen. Boah, die erste Runde ist halt schon mal extrem schwer, ne? Da müssen wir erstmal schauen. Das ist nicht leicht. Wir haben halt die Goldnecker-Skins, wir haben den Gene. Ist halt oft sehr viel Geschmackssache auch dabei. Ich finde den Daryl eigentlich auch ganz nice. Ich würde sagen, wir killen immer den Daryl zuerst, tut mir leid. Boah, das ist halt echt eine schwierige Entscheidung. Der Crow, der Mortis, okay. Ich muss sagen, Brock finde ich jetzt nicht so besonders spannend. Ey, oha, der wollte sich noch wehren. Genau, gerne mal alle zusammenrücken einmal hier. Boah, das ist echt jetzt schwer zu sagen, ne? Boah, der ist ultra cool, der goldene Spar, okay. Das ist nur ein normaler Crow, den haben wir jetzt mal. Oh, der ist aber auch cool. Die Nudelsuppe finde ich jetzt nicht so spannend vom Mortis. Ey, raus. Und damit bleiben in der ersten Runde nur noch direkt 4 Leute übrig. Das ist natürlich schwierig. Ich finde den Kaktus auch, das ist ein Kürbis, egal. Finde ich auch mega nice. Boah. 8-Bit. Okay, ich muss halt leider sagen, der Pin ist halt nicht so krass, Berat. Aber trotzdem natürlich gut gemacht. Oh, der Pin ist halt gut. Oh, das ist so schwer. Boah, ich werfe jetzt, ich mach so 1 gegen 1. Und ich glaube, ich finde diesen springenden Kaktus ganz, Kürbis ganz geil. GG's. Oh mein Gott, okay. Ich hoffe, es war keine Fehlentscheidung. Da, den fand ich übel geil. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch gar nicht so special, aber ich fand ihn sehr cool. Deswegen hier der erste Win. Es geht eher auch ums Aussehen. Mal schauen. Okay, in der zweiten Runde machen wir jetzt mal selber mit auf jeden Fall. Jetzt müssen wir uns einen guten Skin aussuchen. Ey, eigentlich Dr. Edgar, finde ich, ist eigentlich schon sehr krass. Die Frage ist, ob wir auch einen guten Pin haben. Oh, doch. Oh mein Gott. Safe. Safe. Damit würde ich wahrscheinlich sogar... Damit würde ich mich, glaube ich, gewinnen lassen. 100%. Probieren wir es. Okay, wir gehen rein in die zweite Runde. So, Wizard sehen wir hier. Entscheidet einmal. Ich helfe kurz mal mit den Kisten einmal. Der braucht uns eine halbe Ewigkeit. Okay, also, wir machen diesmal mit. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich jetzt für Dr. Edgar entschieden. Ich habe auch einen ziemlich geilen Pin. Mal schauen. So. Ey, was machen die denn da? Ey, ist einer gestorben. Okay, galt das jetzt schon? Ich weiß es jetzt nicht. Oh. Er haut den Boxer raus. Okay, das ist crazy. Wir haben noch einen... Oh, wir haben noch einen... Jetzt mal ganz ehrlich so neutral gesehen. Unser Pin... unser Skin und Pin. Oh, der ist auch cool, der von Barbaren. Oh mein Gott. Aber der frisst halt eh, ne? Das ist halt schon cool. Okay, ich geh mal nach unten wieder. Bisschen zusammenrücken. Der Mortis hat halt auch einen coolen, ne? Der hat halt so ein wütendes Gesicht. Das Krasse ist halt am Ende im Finale, wenn wir die ganzen krassesten Skins und Pins auf einmal drin haben. Oh, wen lässt er weiter? Jojo ist raus. Also ich muss ehrlich sein, die erste Lobby war, finde ich, echt krasser. Wir haben jetzt hier einen Feuerspike und ich würde den Feuerspike weiterlassen. Mach hier mal einen Pin. Guck mal, safe, der muss gewinnen. Der wird gefressen von seiner eigenen Pflanze. Mal schauen, wen lässt er weiter? Also ich persönlich würde einen... Ja, er lässt ihn gewinnen. Glückwunsch an der Stelle. Wen lässt er jetzt zwischen uns nochmal? Komm. Also ich würde mich gewinnen lassen. Nein, er lässt den Feuerzweig. Okay, krass. Ist Geschmackssache. GG ist dann an Joellen. Du bist... Oder Joel wahrscheinlich. Du bist im Finale. Okay, wir haben die zweite Runde. Gerne mal auch alle ein bisschen zusammenrücken, je nachdem. Genau, auf geht's. Okay. Ja, passt schon. Auf geht's. Okay, wir haben einen Astronauten... Nee, das ist ein Sprint Sprout. Dann Nita, wir sehen auch schon die Sprays hier teilweise. Dann Mortis auf jeden Fall, den haben wir, den Käfer Rico. Boah, okay. Also ich muss halt leider sagen, tut mir echt leid, ich finde den weißen Crow richtig hässlich. Ich muss als erstes rauskicken. Dann haben wir diesen, boah, diesen Bion-Skin, der ist auch sehr cool. Dann haben wir den. Der ist halt auch gut mit der Lache, ne? Boah, okay. Der hat einen coolen Kaktus, aber ich würde den Käfer Rico jetzt als nächstes raushauen. Boah, ist natürlich auch mal ein bisschen Geschmackssache. Okay. Der Byron ist auch cool. Ich glaube, den Mortis überlege ich gerade. Ich weiß es nicht. Ja, nee, sorry. Schwarzer Crow geht in Ordnung, aber okay. Nee, ich weiß nicht. Den fühle ich auch nicht so, nee. Die letzten 5 Leute. Wen lassen wir ins Finale, ist jetzt die Frage. Boah. Zeig mal hier den... den fühle ich jetzt auch nicht so, den Pin. Tut mir leid. Den Skin fand ich eigentlich ganz nice. Die Pins mal wieder zeigen, bitte, wenn ich vorbeilaufe. Ah, okay, hat er auch diesen Pin. Wahrscheinlich beide den gleichen, ne? Oh, kacke. Grün oder rot lieber? Lieber rot. Tut mir leid, lieber rot. Den Prinzen finde ich auch cool. Boah, geht mal zusammen. Ich finde Byron mit dem Emote kreativer jetzt sogar. Ich lasse eh mal gewinnen. Glückwunsch an Byron. Schwere Entscheidung. Salty ist das. Krass. Ist halt auch ein geiler Pin und auch ein geiler Skin, finde ich. Boah, okay, die erste Runde sind wir jetzt Zweiter geworden. Ich glaube, wir haben einen geilen Leon-Pin. Oder? Nee, haben wir nicht. Kacke. Ich dachte, ich hätte einen... geilen Pin. Kacke. Crow? Ja, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, aber es geht krasser. Ja, geht so. Wobei, wir probieren es mal. Wir probieren mal Octofang. Und der kickt so, ne? Ja, der ist cool. Den will ich. Den probieren wir mal.
Hä? Stopp mal. Nein, das ist doch jetzt komplett los. Man kann doch jetzt gar nichts erkennen. Leute, das können wir doch nicht spielen. Kann, da bitte den, kann man den Modifier ausmachen? Hilfe, wie los? Oh, das war übel nice. Macht da überhaupt keinen Sinn. Kann die Skins doch überhaupt nicht sehen. Digga, wie kommt man auf die Idee, einen Skin-Contest zu spielen, aber die... Oh mein Gott, da sind sogar Bots an. Junge. Linus, ich hoffe, du kriegst es gefixt, ansonsten musst du in eine andere Lobby. Das ist ja komplett los. Dümmer geht's da wirklich nicht, weil mit den Modifiern können wir wirklich... Ja, können wir gar nichts machen, so. Wisst ihr? So, neuer Versuch. 4 von 9 Runden vor dem Finale. Auf geht's. Wir sind wieder mittendrin. Wer ist es? Ihr, genau. Linus darf entscheiden. Oh, wir haben eine... Oh, wir haben Koya Sandy. Das finde ich geil. Der war für mich persönlich auf jeden Fall einer der Mitfavoriten. Den zeige ich mal unseren Pin. Der geht so. Oh, da oben Barbarenkönig Bull. Oh, den haut er zuerst raus. Einfach seinen Kollegen. Ich würde als zweites, glaube ich, den Barley eigentlich rausnehmen, finde ich. Leute, geht er zu Tara? Nee. Also Tara, muss man sagen, hat eine ziemlich coole Ult. Genauso wie Sandy. Die muss ich eigentlich immer zeigen, würde ich sagen. Denn macht sie auch. Ja, boah. Ist halt schon fett, ne? Mal schauen. Als nächstes hat er den Barley rausgehauen, hätte ich auch gemacht. Gold Mortis. Boah, ist schwer zu sagen. Octofang finde ich eigentlich gar nicht mal so krass, ehrlich gesagt. Hier würde ich fast sogar als nächstes raushauen, meinen Skin. Mal schauen, was er macht. Oh. Hat er sich entschieden? Hallo? Ey, ich der Mortis haut ab. Hey. Ey. Ja, danke. Ey! Er hat die Sandy rausgehauen. Och, Digga. Er muss nochmal reinschauen, ob er die Sandy hätte gewinnen lassen. Ich weiß es natürlich jetzt nicht. Ich glaube, er ist sauer. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Okay, als nächstes Dynamike. Oh, mich als nächstes. Okay, 3 sind übrig. Wer gewinnt jetzt hier? Kann natürlich auch sein, dass er die Sandy hätte gewinnen lassen. Die hört man natürlich jetzt nicht. Das müssen wir am Ende mal fragen. Tara, Bibi oder Edgar? Okay, als nächstes Tara. Jetzt als nächstes Dings. Jetzt ich würde eigentlich safe Tara gewinnen lassen dann, ja. Okay, ich muss halt nochmal reinschreiben, ob er die Sandy nochmal krasser finden würde. Das ist halt die Frage. Ja, okay, okay, die meisten sagen eh. Okay, dann ist der Gewinner tatsächlich dann der gekillt wurde. Bill, du hast gewonnen, Glückwunsch. Die nächste Runde machen wir es, der hässlichste Skin gewinnt. Okay, das ist echt verdammt, verdammt schwer. Ich muss schon mal sagen, den Skin, den Pin, finde ich gar nicht mal so bad. Geht eigentlich voll fit. Hä, hey, ich finde das Huhn-Pin übel nice. Niemals ist es schlecht, es ist übel gut. Die Pink, ja, der hat auch den Pin. Und der Barbaren-Pin ist übel nice. Der ist doch nicht hässlich. Oh mein Gott, der muss sowas von raus. Safe raus, okay. Damit bleiben jetzt nur noch wenige übrig. Den Trophäen-Pin finde ich eigentlich auch gar nicht mal so bad. Okay. Der hat noch gar keinen Pin gezeigt. Hallo. Den heulenden Dynamike, okay. Oh, das ist jetzt schwierig. Die macht so... Wie macht der Barley? Was macht der? Hä, der ist übel nice, der Pin. Oh mein Gott. Der hat so krass gedreht auch. Niemals. Ist er am schlechtesten. Boah, das ist jetzt schwer. Ich glaube, Dynamic finde ich auch eigentlich noch relativ nice, muss ich sagen. Bandita Shelly oder Pinke Piper. Ich glaube, meine Wahl fällt tatsächlich auf Pinke Piper. Ich finde den Skin so lame. Ich finde absolut lame. Vor allem, er ist einfach nur pink. Mit dem Daumen runter Pin. Ich glaube, das ist mal die Kombi, die mir jetzt hier am besten, also am wenigsten gefallen hat. Ey, wieso macht er das noch? Hasse sowas. Digga. Ich überlege gerade echt, ob ich jetzt disqualifizieren soll für die Aktion. Okay, nee, geht noch. Wenn er es noch so übertrieben hätte, wäre ich richtig sauer geworden. Aber ging gerade noch, hat er sich auch umgebracht. Dann würde ich sagen, machen wir die Runde wieder mit. Wir machen immer so ein bisschen abwechselnd. Diese Runde nehme ich auf jeden Fall mal Virus 8-Bit. Aber haben wir überhaupt einen guten Pin dafür? Oh, der ist eigentlich ganz nice. Ja, probieren wir es mal mit der Kombi. Let's go. Max, dann musst du halt vorher suchen. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt halt ewig warten, bis du deine Pins gefunden hast. Dann musst du die halt vorher aussuchen. Das ist eigentlich ganz einfach. Hatte ich ja schon mehrfach gesagt gehabt. Oh, lol, der ist cool. Ey! Oh, ja gut, wir können die Runde direkt wiederholen, dann killt mich einfach, Digga. Der fühlt es halt so hart, ne? Das ist unglaublich, schon auch gar nicht zu. Digga. Also, der schlechteste Skin gewinnt nicht, nee, sondern es ist der beste Skin gewinnt dieses Mal, genau. Ich habe mich jetzt für Virus 8-Bit entschieden, mit diesem Pin hier. Okay, wer ist direkt zuerst raus? Okay, ich nehme mal den Platz von dem einen, dass ich auch besser sehen kann, was passiert. Der Brock ist schon mal raus. Böser Jean ist eigentlich auch eine gute Wahl, muss man sagen. Edgar als nächstes, lol. Einfach Bug, lol, er haut den bösen Jean einfach schon vorher raus. Das ist crazy. Hätte ich jetzt nicht gemacht an seiner Stelle. Jetzt noch Leon, Nita und Bar... Oh, er haut als nächstes den Leon raus, okay. Oh, mal schauen, wie weit wir kommen werden mit unserem Skin. Genau, also einen Tag später. Der PC ist immer wieder abgestürzt, aber wir sind wieder zurück im Game. Wir sind jetzt in Runde 6 von 9. Und ich habe mich jetzt hier für den Mondlicht-Piper-Skin entschieden. Ey, Leute, ihr müsst in euren Boxen bleiben, hallo. Digga, Jammo macht einfach gerade übeln. Digga, okay. Also ich sag ehrlich, den Cold würde ich als erstes raushauen. Ja, hau raus, sehr gut. Also wir haben einen Werwolf Leon, finde ich auch gefährlich. Okay, die Sprays zählen wir normalerweise nicht mit. Oh, der Megabox Daryl hätte ich ein bisschen weitergelassen. So, wir machen noch so einen Pin. Also ich finde meinen Pin mit dem Skin echt geil.
Ich finde auch gerade, wie er diesen Dings auch hochschwingt. Dynamike hätte ich euch ein bisschen weitergelassen. Ich persönlich finde den Mortis-Skin gar nicht mal so krass. Jammer ist next. Ist, gut, ein goldener Jean ist auch nicht so krass. Koja Sandy ist halt auch geil, ne? Die müssten eigentlich fast mal die Ult noch zeigen. Oh, wer kommt weiter? Kann er sich nicht entscheiden? Hilfe? Oder will er den Pin sehen? Was macht er denn? Hallo? Er schläft irgendwie gerade. Jetzt, er haut Dark Pi- oder? Ja, er haut den Goldbecker Crow als nächstes raus. Oh mein Gott. Ich würde es als nächstes, glaube ich, in Mortis eigentlich... lol, er nimmt den Mortis Top 3 direkt. Wir sind jetzt schon mal Top 3 mit dem Mondlicht Piper Skin. Oh, was? Koja Sandy jetzt gegen Mondlicht Piper. Das ist nicht leicht. Er nimmt Koja Sandy auf die 1, oder? Ja, Alter. Der ist schon cool. Gönne ich dem Sieg. Glückwunsch an den nächsten Finalisten dann. Ja gut, Pharaoh, das ist nicht so krass. Was nehmen wir? Boah, Sternsturm, Lola, habe ich einen geilen Pin dazu? Oh, der geht schon gut ab. Oha, ja doch, den nehmen wir, let's go. Okay, Runde 7 von 9, wir machen jetzt hier nochmal normal mit, habe ich mich entschieden. Mit ein paar verschiedenen Skins, weil im Finale müssen wir so selber aussuchen, dann würde ich sagen. Ich habe mich jetzt hier für diesen Skin hier entschieden. Der ist schon sehr wild, oder? Guck mal. Oh, er haut direkt hier, okay, krass, die Penny rausgehauen. Zweimal Dunkler Lord Spike, der ist auch ganz cool, der Skin. Was ist da hinten noch? Oh, Orochi Edgar heißt der, ne? Ja, der ist auch cool. Ich habe mich jetzt für den Pin hier entschieden mit dem Hund. Der geht auch ganz schön ab. Der fliegt durch die halbe Luft auf jeden Fall. Jetzt natürlich schwierig. Es ist Geschmackssache. Hexe Shelly würde ich persönlich, glaube ich, als nächstes raushauen. Der Bauer hat halt nur einen Klatschpin. Er haut mich als nächstes raus. Ich hatte halt gehofft, dass es so ein bisschen Underdog so mit einem anderen Skin vielleicht. Das ist halt Geschmackssache, ne? Dass es mit einem anderen Skin vielleicht ein bisschen. Ja, ein bisschen überraschen könnte, aber hat überhaupt nicht funktioniert. Der Dunkle Lord Spike mit dem Lach-Pin ist halt so ein Klassiker. Er haut ihn aber echt als nächstes raus. Okay, crazy. Ich belohne halt auch oft Kombis, die ich halt mal wirklich kreativ finde. Okay, er haut Hexe Shelly, das hätte ich auch gemacht. Goldmaker Bow hat auch keinen krassen Pin gehabt, safe. So, dann... Oh, der arme Roger Edgar, nein. Er haut ihn raus. Er hat noch kurz spannend gemacht. Ich finde persönlich... Ich hätte sogar vielleicht... Lol, er nimmt den weiter? Wieso? Er hat doch den anderen Spike so früh rausgehauen, lol. Gut, das war ein anderer Pin, deswegen... Glückwunsch. Okay, wir gehen in die vorletzte Runde. Ich entscheide mich, ich glaube, vorm Finale machen wir es so, dass wir wirklich so ein bisschen selber mitmachen. Wisst ihr, dass wir, oh ja, dass wir noch so ein bisschen auch unseren Spaß haben vorm Finale, weil im Finale werden wir dann selber entscheiden. Oh, der ist auch cool, WTF. Ja, yeah, der ist safe, der, oder? Wie ist das auf der? Lol, der ist übel geil, aber auch. Okay, machen wir mal die beiden. Wir können auch zwei Pins mit. Oder ich würde eigentlich mich immer für einen entscheiden. Ich glaube, wenn nicht, dann würde ich den nehmen. Der ist ja sau cool. Oh, jetzt ist die Frage, Efeu-Banditin oder... Oh, die sind beide sehr cool. Ich mach mal den jetzt, weil der neuer ist und der ein bisschen mehr zieht, schätze ich. Auf geht's. Welche Skins haben wir? Ey. Nicht mit denen ich mich killen. Ich bin mit zwei Schüssen fast down. Oh, Ghost Squeak ist ein guter Pick, finde ich. Den Cold-Skin fühle ich jetzt nicht so. Achso, meinen Pin muss ich zeigen. Hier. Irgendwann, mein Pin ist anders geil. Die wirft so... Was wirft die überhaupt in die Hand? Keine Ahnung. Ja, ich habe den Cold auch zuerst rausgehauen. Hat er sich aber auch gedacht. Sehr geil. Okay, Noah ist auch am Start. Ey. Wollt ihr gerade jemanden killen, oder was? Oha, gerade noch aufgehalten. Gut. So, wer ist da? Crow war das. Okay, krass. Er haut als nächstes Roger Edgar raus. Ich würde als nächstes, glaube ich, sogar den Crow fast raus, oder? Ja, schwer zu sagen. Was, mich? Niemals hätte ich... Oh gut, das ist halt Geschmackssache. Niemals hätte ich mich rausgehauen. Oh, okay. Er hat wirklich Crow rausgehauen. Ich würde, glaube ich, fast sogar... Ich sag mal gar nichts. Ich will ihn jetzt nicht beeinflussen, wenn er den Stream hört. Oh, let's... Okay, jetzt bin ich gespannt, wen er gewinnen lässt. Er hat den Barbaren-Pin. Ui, der ist krass. Sandy-Pin. Ich würde mich, glaube ich, auf jeden Fall... Ich hätte mich für Sandy entschieden. Krass, er nimmt Sandy weiter. Damit Glückwunsch an Gamer-Minion. Lol. Dann würde ich sagen, gehen wir in die letzte Runde vom Finale. Da darf ich jetzt nochmal entscheiden, würde ich sagen, wer gewinnt. So, wir kommen zur letzten Runde vom Finale. Okay, das ist crazy. Oh, wir haben Stu, wir haben Sandy. Wir haben zwei Koja-Sandys aber. Dann hier haben wir Spike. Dann haben wir Goldmaker Crow. Der ist auch cool, Edgar. Oh, ich hau zuerst, tut mir echt leid. Wobei, nee. Nee, ich lass ihn noch weiter. Komm. Ich muss sagen, ich hau zuerst den Stu raus. Tut mir leid. Hat irgendeiner von den beiden Sandys irgendeinen Vorteil? Ich glaube, wir haben genau dieselbe Aufstellung, oder? Okay, als zweites würde ich, glaube ich, jetzt aber den Nachthexer Mortis raushauen. Tut mir leid. Ich muss ehrlich sein, ich finde den Feuerpin zusammen mit dem Feuercrow noch cooler als den Goldmaker, weil die besser zusammenpassen. Oh, Ghost Squeak ist auch krass. Müssen wir eure Pins vor allem zeigen. Der lacht. Oh, der ist auch cool, der Ball. Okay, Dr. Edgar als nächstes, glaube ich. Knappe Sache. Oh, das ist so schwer. Ghost Squeak. Ich finde, der Pin bei ihm passt eigentlich ganz gut zusammen. Okay, jetzt wird's knapp. Okay. Dunkler Lord Spike. Ist halt so der Klassiker. Koja Sandy hat mir jetzt oft gesehen. Komm, die haben halt exakt dasselbe. Deswegen würde ich sagen, ja, tut mir leid. Ich finde Phoenix Crow mit dem Feuerpin, aber der ist halt auch geil, der Lachen damit. Ah, doch, ich lasse ihn gewinnen. Ich bin froh, dass ich im Finale nicht entscheiden muss. Das ist auch mein Mod für mich. Switch, du bist als letzter im Finale. Glückwunsch. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Finale, Leute. Kann ich bitte solo schottern? Ey, wieso nur du? Ah, jetzt.
Es wird sehr spannend werden im Finale. Also wir machen verschiedene Regeln. Mein Mod entscheidet die letzten 3 Scheiden aus. Im Halbfinale machen wir das der schlechteste Pin und der schlechteste Skin. Die besten scheiden halt aus und die schlechtesten kommen weiter. Machen wir im Halbfinale. Und im Finale dann wieder den besten, würde ich einfach sagen. Haben wir die böse Königin? Oh, safe. Safe Call mit Janice Shores. Aber wir haben halt keinen guten Pin, leider. Aber safe. Ganz ehrlich, mit dem Skin sind wir safe weiter, oder? Wir sind damit offiziell im... Ja, im Finale kann man sagen. Genauer gesagt im Viertelfinale. Also wer jetzt weiterkommt, ist im Halbfinale. Die letzten 3 Skins scheiden aus. Mein Mod darf entscheiden. Ich hab's ein bisschen... Ich find's eigentlich sogar cool, wie die ganzen Skins auch hier einlaufen. Ist eigentlich cool gemacht sogar, finde ich. So, wir schießen hier einmal. Und damit geht es los. Naruto hat die ganzen Cubes und die letzten 3 scheiden aus. Ich habe mich hier... Oh, geh bitte hier raus. Danke. Ich habe mich für die böse Königin entschieden. Ich gehe immer kurz durch mit. Ne? Wir haben hier den Goldenen. Wir haben den Käfer. Wir haben Bell. Okay, den Boxer. Dunkler Lord, okay. Ohne Feuer, okay. Sehr geil. Okay, du kannst gerne anfangen, Naruto. Oh, was? Ey! Raus! Er hat sich einfach gewehrt, Junge. Er wollte gar nicht sterben. Ich fand die Wahl von Boxer eh sehr überraschend. Ich war das auch der Gewinner von der schlechtesten Runde. Als zweites ist... Okay, der Feuerspeck als zweites raus. Und jetzt ist die Frage. Er macht es spannend. Wer kommt ins Finale? Oh mein Gott. Alter, jetzt wird's spannend, Leute. Oh, oh, Koralle, Belle, B, ich würde, er haut B raus, lol. Oh mein Gott, das hätte ich safe nicht gemacht. Okay, und damit haben wir die 6 Leute fürs Finale. Ich hätte B nicht rausgehauen, sage ich ehrlich. Die Boxer und den Feuerzweck hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Wir gehen ins Halbfinale. Jetzt gilt, die letzten 3 scheiden aus. Dieses Mal gilt eben, dass die schlechtesten Skins weiterkommen. Also viele sagen ja, der Skin ist extrem hässlich. Ich weiß nicht, ob ich damit eine Chance hätte. Na, die Pins sind aber relativ gut, muss ich sagen. Aber diesen Daumen nach unten. Okay, wir gehen rein ins Halbfinale. Im Halbfinale gilt jetzt, der hässlichste Skin gewinnt. Wir haben uns jetzt hier für den Nachthexamortis-Skin entschieden. Bandita Shelly. Oh, der ist halt auch. Das sind halt sehr langweilige Skins, vor allem, die gewählt wurden. Ist halt Geschmackssache. Thema war hässlich, nicht vergessen. Okay. Man ist... Ja, ist halt die... Oh Gott. Ja, sorry. So, oh Gott, ich bin so dumm. Sorry, Naruto. Okay, direkt auf mich, bitte. Tut mir leid. Das ist mein Pin. Das ist mein Pin. Oh, er haut... Ich finde den Dynamic auch gar nicht mal so schlecht. Er ist raus. 2 Leute noch. Es ist die Frage, ob er wirklich den... Modeskin auch. Okay, ja, ich finde ihn auch nicht so hässlich. Viele finden ihn halt. Jetzt ist die Frage, wen er noch raushaut. Wer kommt ins Finale? Oh, der Pin ist übel krass. Warum hat er den gemacht? Ey, der Pin war safe, call übel gut. Wir sind im Finale. Ich bleib natürlich drin, damit ich zuschauen kann. Und die Top 3 müssen jetzt die besten Skins und besten Pins nochmal auswählen. Wir haben kein Thema, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu krass jetzt auch fürs Finale. Bester Skin und bester Pin gewinnt im Finale. 100 Euro Preisgeld ist natürlich jetzt viel Geschmackssache. Hier, passt auf. Ich hätte, glaube ich, sogar Bali rausgehauen, weil der Skin eigentlich sogar ganz nice ist. Der ist nur vielleicht ein bisschen verhasst. Also das heißt verhasst, ist halt wirklich nicht so beliebt, weil er halt aus der Super-Saladie rauskommt und halt jeder deswegen hat. Aber schau dich diesen Pin an, den Colt rausgehauen hat. Hä, der ist... Wie soll er den rausgehauen? Er war instant raus danach. Wir sind drin im Finale. Lol, er nimmt den Skin. Das ist eine coole Idee eigentlich. Wir haben 2-mal Koya Sandy, 1-mal den Plüschbull. Ey, jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, einmal die Pins sehen. Den Pin finde ich jetzt gar nicht mal so krass. Oh, der ist sehr cool auch. Der ist sehr cool. Und den Feuerball-Pin. Ey! Naruto, ich bin der Zuschauer, hallo. Digga, der Ballpin ist halt krass. Ich würde, glaube ich, ich will jetzt keine Tipps geben. Ist halt krass, wie beide diese neuen Skins als erstes nehmen. Oh, der haut den anderen... Nee, er haut ihn nicht raus. Das ist halt... Junge. Er haut den raus. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil der Pin nicht so krass war. Der Skin war ja genau derselbe. Alter, oben hat er diesen krassen Pin mit dem Handy gehabt. Ich finde den ist auch übel cool, den Bull-Skin. Das ist ja auch wie ein komplett anderer Brawler, wenn man mal Bull nebeneinander stellt. Das ist echt krass. Jetzt ist die Frage. Ja, die Ult ist halt insane. Ich will es hier nicht... Oh, die Ult sieht halt auch geil aus bei dem Skin. Oh mein Gott. Okay, den fand ich mal richtig heftig. Und er haut ihn raus. Nein, er haut ihn nicht raus. Junge, er haut ihn doch raus. Und damit Glückwunsch an der Stelle an Bill. Wahrscheinlich auch wegen den Pins. Verdienter Gewinner. 100 Euro Preisgeld an ihn. Lasst dir mal gerne ein Abo da für weitere Minigames-Turniere. Schaut ihr noch im Abspann vorbei. Und danke fürs Zuschauen. Ciao.